Hallo, die Anna ist wieder da und heute stelle ich Ihnen unser Solistin vor von dem 5. Sinfoniekonzert, Olga Watts. Die spielt Cembalo, wie Sie sehen. Und wir werden Ihnen ein Stück von Elena Katz-Tschernin, das ist eine Komponistin, die in Australien lebt, die aber in Usbekistan geboren wurde. Und sie hat ein Stück für Solo Cembalo und Kammerorchester komponiert, Ancient Letters. Und dieses Stück werden wir auch zum ersten Mal in Europa präsentieren. Das heißt, es wird eine europäische Premiere von diesem Stück geben, weil das Stück wurde in Australien nur einmal in Melbourne uraufgeführt. Hallo Olga. Hallo Anna. Wie bist du überhaupt von Musikwissenschaft zum Cembalo gekommen? Ja, eine gute Frage. Eigentlich durch Zufall. Es ist tatsächlich so, dass ich seit meiner Kindheit geträumt habe, Cembalo zu spielen. Aber es gab in der Sowjetunion einfach keine guten Instrumente. Und ich habe einfach dem Zufall zu verdanken, dass ich an einen guten Instrument rankam. Im Jahre 1992 habe ich angefangen, mein Studium am Konservatorium in Moskau. Und in dem Zimmer, wo die Vorlesungen für Musikgeschichte stattgefunden haben, stand ein fantastisches Cembalo geparkt. Dieses Instrument wurde vom dem damaligen sowjetischen Kultusministerium für ein Orchester gekauft, ein russisches Orchester, was dann nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion einfach auswanderte. Und das Instrument musste irgendwo geparkt werden. Und das stand zufälligerweise in diesem Zimmer. Und ich habe es einfach nach einem Vorlesungsende das Instrument ausgepackt und ein paar Töne drauf gespielt und bin dann dem Instrument komplett verfallen. Ja, das ist sehr interessant. Also ich vermute, oder ich weiß genau, dass eigentlich dein musikwissenschaftliches Studium, was nicht nur einfach Musikgeschichte beinhaltet, aber auch sehr viel Harmonie, Kontrapunkt und was du auch natürlich studiert hast vorher, gerade das Richtige fürs Cembalo ist, weil im Cembalo ist natürlich meistens im Barockrepertoire unterwegs und man hat sozusagen kein vollkommenes Notenbild, man hat nur ein paar Töne und die Harmonien muss man selber dazu sozusagen entwickeln. Ist das Pflicht, dass alle Cembalisten auch diese Musiktheorie und Musikwissenschaft auch dazu lernen oder ist es sozusagen je nachdem? Also es ist auf jeden Fall für alle, die Cembalo studieren, gibt es eine Reihe von Pflichtfächern, aber die sind fast alle gleich für alle Fächer und werden auf dem gleichen Niveau unterrichtet. Das, was die Cembalisten noch extra haben, das ist natürlich Basso Continuo Spiel. Es gibt natürlich sehr viele verschiedene Richtungen, viele verschiedene Schulen, auch die Zeitperioden. Also es gibt so wie frühbarockes Generalbass Italien oder Generalbass in Frankreich spielt man anders als in Deutschland und so weiter und so weiter. Das ist ein sehr vielfältiges Bereich. Und natürlich, wenn man sich zum Beispiel aufgrund von guter Harmonielehre oder Polyphonielehre, was man dann gemacht hat, oder Formenlehre, wo man sich da gar keine Gedanken mehr über die Ziffern machen muss, das erleichtert das Leben schon. Also wenn man anfängt sogar, Generalbass zu spielen. Zu unserem Stück, was wir hier in Magdeburg spielen, von Elena Katz-Tschernin. Das ist, ich finde, das Faszinierende an diesem Stück ist, weil Cembalo, wir denken immer, das ist ein altes Instrument, Barockinstrument, ein altes Klang und vor allem ein sehr leises Instrument. Deswegen haben wir natürlich ein Mikro hier. Man braucht Verstärkung, weil sobald Cembalo als solistisch mit Orchester spielt, wird man das Cembalo nicht hören. Ja? Ja. Deswegen, also natürlich im Barockrepertoire, das ist also oft ein Teil des Orchesters, ja. Und hier ist es wirklich ein Solo-Instrument, deswegen müssen wir das verstärken. Und interessanterweise, weil in diesem Stück hat die Komponistin wirklich diese orientalischen Klang aus Mittelasien, wo sie selber aufgewachsen ist, mit Cembalo-Klang, mit fünf Bläser und ein paar Schlagzeuge und Streicher und dann gibt es noch Celesta und eine Harfe dazu, zusammengemischt
Und interessanterweise, zusammen mit Cembalo entsteht ein richtig orientalischer Klang. Ist es nicht faszinierend? Ist für mich auch absolut faszinierend, weil und was Neues, ich weiß immer, also dass Cembalo ein sehr melodisches Instrument ist, zumindest versuche ich das auch immer so zu spielen, aber auch ein sehr perkussives Instrument. Und für mich eben, weil einfach es gibt gar keine Literatur aus dem Orient in der Barockzeit fürs Cembalo. Für mich war es eine absolute Neuentdeckung, dass das Cembalo eben hervorragend dafür geeignet ist. Ich bin um jede Entdeckung froh, was mein Lieblingsinstrument so bereichert. Ja. Ich muss sagen, dieses Stück spielt sich auch für die Musiker im Orchester sehr gut, weil man merkt, dass sie wirklich sehr gerne diese Musik spielen, weil die Musik ist sehr zugänglich. Es hat auch ein bisschen was von Filmmusik. Man kann sich sofort einen orientalischen Bazar vorstellen oder noch andere Bilder. Wir freuen uns wirklich auf diese Aufführung und kommen Sie einfach zu uns. Das wird wirklich spannend.